Leute, grüßt euch zum neuen Video. Heute geht es wieder um Kubrick. Ihr wisst, das ist das neue Storage-System. Na, so neu ist es gar nicht. Das ist ein Storage-System der Extraklasse, was es unter anderem auch bei Lidl demnächst geben wird, beziehungsweise schon gibt. Wir haben uns ja schon ein paar andere Teile hiervon angeguckt. Heute geht es mal um die roten Köfferchen und noch viel mehr werden wir damit auch ausprobieren, zum Beispiel, ob die wasserdicht sind. Ich habe ja vor kurzem hier schon ein Video zu diesem Storage-System einmal gepostet. Wer das verpasst hat, es ist unten nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Das System ist sehr, sehr umfangreich in den Möglichkeiten. Ich habe euch letztes Mal auch den Konfigurator gezeigt und auch die Möglichkeiten eröffnet, mit was ihr das alles koppeln könnt, wie die von innen beschaffen sind etc. Haben wir uns alles mal angeguckt. Zumindest für diesen Turm hier haben wir das schon gemacht. Und wie gesagt, es gibt diese Köfferchen bzw. diese Pro-Serie in Schwarz, gibt es auch teilweise jetzt bei Lidl. Ansonsten könnt ihr das auch über Amazon bestellen oder auf der Herstellerseite einfach mal gucken, wo ihr das sonst beziehen könnt. Heute wollen wir uns mal angucken, wie wir diesen Werktisch hier mit installieren. Und wir gucken mal in die großen roten Köfferchen rein. Und zu guter Letzt werden wir mal gucken, ob das Ganze hier tatsächlich wasserdicht ist. Wir haben das ja letztes Mal hier schon einmal aufgemacht. Jetzt finde ich hier den Öffner nicht. So, machen wir das Ganze mal auf. Dann sehen wir ja hier, haben wir an allen Kästendeckeln haben wir dann so eine umlaufende Dichtung, die ist also wirklich ringsrum und die soll den Koffer dann vor Feuchtigkeit tatsächlich schützen, vor eindringendem Wasser und natürlich auch vor Staub. Ihr kennt das, wenn ihr solche Sortimentskästen habt, dann ist es oft so, dass wenn da Staub reinkommt, das natürlich besonders ärgerlich ist. Irgendwann mag man da gar nicht mehr reinpacken, auch wenn da nur Schrauben drin sind oder irgendwas, dann wird das Ganze dreckig und bei Schrauben ist es auch so, oft sind auf den Schrauben dann irgendwelche Zusätze drauf, die das Ganze dann fürs Eindrehen dann etwas beschleunigen. Spax hat das zum Beispiel sehr, sehr oft. Da ist dann so ein spezielles Mittel drauf, dass dann die Triebfähigkeit, die Antriebsfähigkeit dann noch etwas gesteigert wird. So, dazu brauche ich jetzt hier nichts mehr großartig sagen. Das ist also alles klar. Das haben wir uns letztes Mal schon angeguckt. Ich mache davon gleich mal einen ab und dann gucken wir mal, wie das im Wasser aussieht. Und was mich jetzt als erstes interessiert, ist, was ist in diesem Paket drin? So, das Geheimnis kann man ja lüften, indem man das Ganze aufmacht. Ist für das Kubrick System One, also nicht für die Pro-Serie, aber grundsätzlich gibt es auch Adapter, die das Ganze dann ermöglichen, dass das untereinander auch einigermaßen kompatibel wird. Sieht natürlich nicht gut aus, wenn ihr hier so ein großes Brett dann auf dem kleinen Köfferchen habt, aber dazu habt ihr ja hier, wie gesagt, den Konfigurator und da seht ihr, wie ihr das Ganze auch so zusammenbauen könnt. Ihr habt sogar die Möglichkeit, irgendetwas an der Wand zu befestigen. Es gibt die Möglichkeit, an der Seite noch etwas hochzuklappen. Also wie gesagt, das System ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Hier seht ihr, wie ihr das Ganze hier zusammenbringt. Hier ist die Platte gleich mit dabei. Wenn ihr natürlich die irgendwann mal auswechseln wollt, dann ist es natürlich möglich, das auch außen oder mal Siebdruckplatte zum Beispiel dann sich selber zurecht zu sägen und naja, ist jetzt nicht übermäßig genau gebohrt, ist ein bisschen ausgerissen, aber das ist eh die Unterseite, also ist es egal. Gesenkt sind diese Schraubenlöcher auch und wir haben hier auch noch ein paar Schrauben etc. dann gleich mit dabei und den Träger als solchen und ihr seht, der kann dann adaptiert werden, einmal an den großen Systemen und die kleinen Systeme können auch noch oben drauf adaptiert. Und die kleinen Systeme können auch noch oben drauf adaptiert werden. Also hier haben wir die ganz, also haben wir hier wieder umfangreiche Möglichkeiten und das Ganze ist hier vorne Kubrick gelabelt. Bauen wir es mal zusammen. So, eigentlich ist das total einfach, brauche ich euch nicht zeigen. Einfach die Schrauben hier durch die Löcher stecken an der richtigen Position und dann einfach festziehen mit einem Inbusschlüssel oder Innensechskant, sagt man ja heutzutage. Und dann ist das alles schon fertig montiert. Das Ganze macht ihr dann hier sechsmal und dann könnt ihr das Ganze schon auf eurem Turm adaptieren. So, dann sieht das Ganze nämlich so aus, also wirklich eine super Geschichte. Hier könnt ihr dann irgendwas ablegen, ihr könnt da drauf rumhämmern, ihr könnt da einen Schraubstock installieren und. Habt ihr gesehen, die Möglichkeiten? Und die Kisten sind ja wirklich extrem robust. Und das Ganze wird hier an den Seiten dann mit diesen Halterungen befestigt und kann natürlich dann auch wieder entnommen werden. Und ihr seht, bei dem großen System haben wir hier auch so ein Kart mit dabei. Das heißt, wir haben hier so eine Art Sackkarre mit dabei. Ihr habt da noch so einen ausziehbaren
Griff mit dran, also den könnt ihr dann auch einklappen. Wenn ihr dann hier drauf drückt, fährt das Ganze dann zusammen und ihr könnt das Ganze dann ausziehen, ist mit Aluminiumprofilen versehen, das Ganze also auch wirklich sehr, sehr robust. Ich glaube, der trägt jetzt tatsächlich 100 Kilo, das Ganze, und theoretisch könnt ihr euch das sogar als Bank dann konfigurieren. Ihr könnt euch da natürlich dann auch draufsetzen oder im Zweifel auch mal draufstellen, auch wenn das nicht unbedingt sein soll, weil das kippelt dann natürlich, also nicht unbedingt beim Kart dann machen, aber es gibt auch Rollbretter, die man unterbringen kann. Also wer nicht so ein Kart haben möchte, der kann das Ganze dann auch als Rollbrett konfigurieren. Schaut euch einfach den Konfigurator mal an und entscheidet dann wirklich, was ihr braucht. Wenn wir den Koffer jetzt mal aufmachen wollen, müssen wir hier erstmal unser gerade zusammengebautes Brett hier entnehmen oder abmachen. Und dann können wir hier sehen, dass wir hier die Möglichkeit haben, hier auch kleinere Kisten drauf zu adaptieren. Wie gesagt, das ist nach unten hin kompatibel. Wir haben hier eine Maßskala mit drauf, dass wir hier direkt was zurechtsägen können. Wir können die Koffer einzeln tragen. Das heißt, wir haben hier noch Handgriffe mit dabei. Hier hinten ist nochmal etwas zum Verriegeln dran und an den Seiten jeweils auch etwas zum Verriegeln. Also wirklich sehr, sehr umfangreich gemacht, das System. Dann können wir hier das Ganze mal öffnen mit diesen riesigen Schnappverschlüssen. Dann gucken wir hier mal rein und ihr seht, auch hier ist eine Gummidichtung ringsherum. Also diese Kisten, die sind dann auch nochmal hermetisch abgeschirmt. Und dann haben wir hier noch solche Träger mit dabei. Die können wir dann an verschiedenen Positionen auch reinstellen. Ihr seht das, wir haben hier verschiedene Einrastmöglichkeiten. Trennwände sind dabei, dann solche kleinen Träger, womit man zum Beispiel dann Schraubendreher oder irgendwelche Ersatzteile oder irgendetwas dann hin und her transportieren kann. Also das Ganze wirklich extrem umfangreich gestaltbar. Und ihr seht, hier oben sind dann solche Einrastnischen, wo dann diese Teile dann mit eingerastet werden, dass die dann auch an Ort und Stelle bleiben, wenn ihr damit über den Hof rumpelt zum Beispiel. So, natürlich gibt es bei den großen Kisten dann auch Sortimentskästen, so wie ihr das hier seht. Und das wirklich auch extrem robust, die ganzen Teile. Die halten dann, wie gesagt, in verschiedenen Systemen verschiedene Belastungen dann auch aus. Ich habe gesehen, dass, letztendlich ist es ja eine polnische Firma, die das Ganze herstellt. Ich habe gesehen, dass dann polnische YouTuber das hinter das Auto geschnallt haben und damit dann durch den Steinbruch gefahren sind. Und den Kisten ist natürlich ein paar Kratzer haben die gekriegt oder irgendwas, aber die sind nicht aufgerissen oder aufgeplatzt oder ähnliches. Einer hat dann mit dem Vorschlaghammer draufgehauen oder sowas. Möchte ich hier nicht machen. Wenn ihr das sehen wollt, einfach bei YouTube eingeben, Q-Break polnisch, und dann werdet ihr da auf jeden Fall fündig werden. Dann könnt ihr euch davon überzeugen, dass das Ganze dann auch hält. Und dann können wir das Ganze hier einmal öffnen und schaut mal, wie wertig dieses System wirklich gestaltet ist. Natürlich kostet das Ganze auch eine Summe Geld, muss man auch sehen. Die Koffer sind nicht günstig, je nachdem, welche Serie ihr nehmt und wo ihr die dann kauft, ist das natürlich abzustufen. Die günstigsten gehen so um die 20 Euro los, kleine Sortimentsköfferchen. Die großen, die können auch mal 100 Euro kosten, aber fahrt mal in den Baumarkt, da ist die ganze Geschichte auch nicht günstiger und vor allen Dingen sind diese Systeme dann nicht so durchdacht. Schaut euch mal hier diese einzelnen Fächer an, die könnt ihr dann einzeln auch entnehmen und natürlich dann auch hin und her schieben, so wie ihr das haben wollt. Ihr könnt hier verschiedene Trennwände dann herausnehmen, so wie ihr das haben möchtet. Das heißt, wenn ihr hier ein bisschen größeres Fach haben wollt, nehmt ihr das einfach raus und legt diese Wände dann eben irgendwo anders wieder hin. Und vor allen Dingen, schaut mal, woran hier gedacht wurde. Bei billigen Kisten ist das oft so, da ist dann kein Steg noch an den Seiten und dann können diese Wände sich quasi durchbiegen. Das ist hier also nicht der Fall, denn hier hat man so eine Dreiecksform gewählt, dass das Ganze dann noch an Position bleibt und sich nicht durchbiegen kann. Außerdem ist das natürlich eine Menge an Material. Das heißt, das ist schon super wertig. Da fällt auf jeden Fall dann nichts durch. Dann haben wir hier noch so ein paar andere Aufsätze, die können wir dann oben drauf stecken, wie ich das so vermutet habe. Und dann können wir dann zum Beispiel auch unseren Tisch, den wir gerade zusammengebaut haben, auch bei diesem Koffer dann installieren. Und schaut euch mal hier diesen Griff an. Das ist also auch richtig was Robustes. Da habt ihr also wirklich was in der Hand. Das ist kein dünnes Plastik. Das ist wirklich massiv gearbeitet. Ja, an den Seiten kann man sagen, da ist das auch nochmal interessant, da sind dann hier in diesem Fall sogar noch solche Gewinde mit eingearbeitet, da könnt ihr dann eben auch noch was befestigen. Es gibt Magnetleisten zum Beispiel, die ihr da ranbauen könnt, es gibt Halterungen für Schraubendreher, die ihr ranbauen könnt, es gibt dann, wie gesagt, diese kleinen Tische, die man hochklappen kann, dass man die Arbeitsfläche noch vergrößern kann, wenn man hier oben den Tisch, die Tischplatte drauf installiert hat. Also, der Möglichkeiten sind hier schier unendliche und guckt es euch einfach auf der Internetseite mal an und guckt, ob ihr das Ganze gebrauchen könnt. So, jetzt habe ich die Box mal in die Badewanne gestellt und wir werden mal gucken, wenn ich hier das Wasser aufdrehe, wie die dann hinterher aussieht. Wie gesagt, die sollte ja eigentlich wasserdicht sein.
So schön an die Ränder noch. Natürlich tauche ich sie jetzt nicht unter, aber ich denke, es kommt bei rüber, dass so ein Regen eigentlich nirgendwo stattfindet. Und wenn das mal eine Pfütze fällt oder so, dann sollte eigentlich auch nichts passieren. Aber ich rede jetzt einfach und ich habe es noch gar nicht gesehen, wie es dann gleich von innen aussieht. Ich denke, das sollte reichen. So, dann nehmen wir die Box mal raus und dann gucken wir uns das mal etwas genauer an. So, die Box ist jetzt in der Werkstatt, ist noch ein bisschen nass das Ganze. Ich mache das hier nochmal so ein bisschen trocken. Übrigens, das Ganze ist einfach so abgeperlt. Habt ihr vielleicht auch gesehen, so viele Tropfen sind jetzt hier gar nicht. Ich habe das einfach hochgenommen und dann sind die Tropfen hier entsprechend abgeperlt. Das heißt, das Ganze ist noch so ein bisschen water resistant, wie man so schön sagt. Jetzt machen wir das Ganze mal auf. Dann müssen wir natürlich gucken, dass jetzt hier nicht von außen irgendwie noch was reinschwappt, aber man sieht es, hier ist definitiv nichts an Wasser reingekommen. Alles trocken. Das Einzige, wo jetzt was ist, ist hier außen, wo eben keine Dichtung ist. Aber ab der Dichtung, das ist hier dieser Innenrand, ist hier wirklich nichts. Ihr seht, hier ist ein Außentropfen noch, aber drinnen hat sich hier wirklich nichts getan. Und ich denke mal, man kann dann auch das Ganze untertauchen. Hier ist natürlich auch nichts, das ist von außen. Also hier diese Tropfen, die man hier sieht, die sind dann jetzt von außen vor. So, können wir die natürlich mal wegwischen. Und dann ist euer Werkzeug oder euer Material, Schrauben ja nun auch, wenn die mal unter Wasser gelangen, dann können die natürlich auch rosten, je nachdem, was ihr für Schrauben benutzt. Dann könnt ihr in der Regel eure Schrauben wegschmeißen, außer ihr pustet die dann gleich richtig trocken oder ihr macht die richtig trocken. Aber das ist alles nicht Sinn der Sache. Toll ist, dass das wirklich hier abdichtet. So, und dann sind wir auch schon wieder durch für dieses Mal. Ihr habt die großen Kästen jetzt gesehen. Gibt es natürlich auch ganz, ganz verschiedene Module. Schaut es euch einfach an. Wir können uns diesen mittleren Kasten nochmal angucken. Der hat nämlich vorne noch diese Einschraubmöglichkeiten. Und an der Seite bietet er die eben auch noch. Und da könnt ihr ganz viele auch eigene Basteleien dann vielleicht irgendwie ranhängen. Ich habe da einige Videos auch schon zu gesehen, die sich da wirklich dann verschiedene Werkzeughalterungen dran bauen, ähnlich wie bei einer French Gliedwand etc. Also diese Kästen, die sind so umfangreich in der Nutzung, das ist also wirklich genial. Ja, wenn euch diese Kästen zusagen, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wie gesagt, gibt es jetzt demnächst auch bei Lidl. Ich verlinke euch einige Einkaufsmöglichkeiten unten im Video. Schaut euch das erste Video dazu nochmal an. Ich weiß nicht, ob noch ein drittes kommt, vielleicht mit diesem Türmchen hier. Grundsätzlich ist das aber so ziemlich das gleiche wie das schwarze Türmchen. Aber mal sehen, vielleicht bekomme ich ja noch die ein oder andere Box dann dazu. Dann lohnt sich das wieder, da nochmal mehr drauf einzugehen. Wenn euch das Video ansonsten Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen. Nur dann verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und sage bis dahin und schreibt fleißig in die Kommentare.